Da liegt auch noch was. Irgendwas zum Lesen anscheinend. Dr. Arsos Aufzeichnungen 3. Dr. Arso besuchte in der Vergangenheit den Berg und machte Fotos. Die Luft ist hier unbeschreiblich rein. Stilles, klares Wasser fließt durch die Flüsse. Der Nebel ist voller Lebensenergie. Alles hat eine besondere Aura. Im Wald spürt man nicht nur die Tiere und die Bäume, sondern auch die Energie des Wassers. Ich verstehe es jetzt. Das Wasser ist am Leben. Wir werden im Wasser geboren und kehren auch dorthin wieder zurück. Das Wasser verbindet uns alle. Womöglich können die Priesterinnen diese Aura spüren und die Leute so zu einem richtigen Tode geleiten. Hier an diesem Ort bin ich nicht allein. Ich finde das schön, wie sich das alles so, ja, von Anfang an halt so alles so ganz langsam, ja, alles so zusammenführt und endlich alles irgendwie ein bisschen Sinn ergibt, ne? Vorher war es so, was meinen die jetzt damit? Was soll das jetzt heißen? Oder, aha, da es ist so halt, ne? Die sind da Stützen, okay, von mir aus. Aber jetzt ist das halt alles so zusammengefügt, alles, und das ist, finde ich, schön. Haben die schön hinbekommen, so. Muss ich mal so sagen, jetzt ganz ehrlich mal, ne? Das Spiel gefällt mir halt irgendwie immer mehr. Ist gut, gut, gut. Wartet mal, ich muss hier mal gucken. Hä? Will ich mich verarschen? Wieso locken Sie mich jetzt gerade im Kreis hier? Ich war doch hier eben schon. Wir können doch mal hier gucken, das ist Kräutermedizin. Und ich sehe gerade, die eine im Video hat den Achterschuss. Und das habe ich mich auch schon gefragt. Den habe ich nicht. Finde ich irgendwie schade. Wieso habe ich den nicht? Wo konnte man den finden? Ah, ich hab doch. Was sollte ich dagegen jetzt machen? Please. Ich habe mich ja sofort angegriffen. Aber den Achterschuss, Mann. Wo hat man den gefunden? Ich will den auch haben. Das sind acht. Weißt du, ich finde schon vier ist stark, aber acht ist. Hallo, Gerif aus der Kamera jetzt raus. Ich heile mich jetzt. Ich nehme jetzt einfach Weihwasser, weil ich keine Lust habe, drei Kräutermedizin zu nehmen. Ich drehe mich, jetzt ist sie hinter mir. So, mal schauen. Als ob. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass sie mega viel Leben hat. Als wenn sie das irgendwie so in sich reinzieht. Finde ich voll unfair. Aber okay, halt so, ne? Es muss ich mit leben anscheinend. Das war's, okay. So, da lang. Nächstes Foto. Ich muss halt jetzt leider sagen, dass es die Zeit knapp wird, ne? Wenn das ist schon 35. Das Mädchen mit weißem Haar. Sie gab Dr. Arso ein Relikt, als er ein Junge war, und kam später zu diesem Berg. Dann wartete sie auf seine Rückkehr. Das Relikt sollte ihn führen.
finde das gerade schade. Ich würde das Spiel gerne jetzt eigentlich durchspielen, aber. Was hat Dr. Oz auf diesem Berg gesehen? Dieser Berg versetzt mich in die Zeit meiner Jugend zurück, die ich auf dem Kagiroi-Berg verbrachte. Damals war ich noch fest von der Existenz einer unsichtbaren Welt überzeugt. Wann hat sich das bloß geändert und warum? Die Luft aus diesem Berg hat eine längst vergessene Erinnerung in mir geweckt. Ich machte ein Nickerchen unter einem Baum und träumte von der Zeremonie. In meinem Traum, meiner Vergangenheit, wurde mir an diesem Tag etwas übergeben. War es ein Traum oder ist das alles wirklich passiert? Also die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, wieso hat er das geträumt? Also hier der Typ hier, ne? Ren. Wieso hat er das geträumt? Wenn das der andere war und geträumt hat. So, jetzt nicht nach links, sondern nach rechts. Oh, ich kann. Shiragikus Tagebuch 2. Dieses Tagebuch hat das Mädchen mit weißem Haar. Ach so, das ist eine Frage. Hat das Mädchen mit weißem Haar es hier liegen lassen? Ich bin nicht wie die anderen. Meine Haare und Augen heben mich von ihnen ab. Man sagte mir, mein Leben sei nicht sehr lang. Ich würde nicht einmal meinen 7. Geburtstag erleben. Die Leute mieden jeglichen Kontakt zu mir, nur er lief nicht davon. Während dem Versteckspiel kauerten wir uns zusammen in unserem Geheimplatz. Keiner konnte uns dort finden. Warum haben wir den Ort bloß verlassen? Ich vergoss meine ersten Tränen, als ich von dort weggehen musste. Die Zeremonie findet morgen statt. So, mach mal hier nochmal. Ich kann das weiße Gesicht einer großen Puppe in dem Bambus erkennen. Ja und? Aber anscheinend müssen wir ja nichts machen. So, jetzt hat sie wieder was fallen lassen. Das dritte. Dieses Mineralisierte hat sie Dr. Asu gekannt? Ja, anscheinend, ne? Während der Zeremonie auf dem Kagiroi-Berg schnitt ich eine Haarsträhne ab, die als Relikt dienen sollte und als Abschiedsgeschenk. Ich stürzte. In dem Moment glaubte ich, dem Tod selbst zu begegnen. Jedoch überlebte ich. Als ich meine Augen öffnete, stand er plötzlich da. Ich bin wegen ihm hier. Deswegen habe ich ihn gewählt. Auf dem Kagiroi-Berg können die Stützen ihre Gatten selbst wählen. Man wird mich in eine Kiste legen und zum Berg bringen. Wir werden unseren Bund der Ehe eingehen und für immer zusammen sein. Anscheinend ja nicht, oder? Das wird er sein, ja. Kunihiko Azo. Da liegt noch was. Kräutermedizin.
Muss ich jetzt auch dahin zum Schrein, in den Schrein rein halt? So, mal gucken. Ja, das zeigt hier auf jeden Fall lang erstmal. Kommen jetzt noch welche? Bitte nicht. Oh, ich kann so durch. Ich wollte gerade sagen, der geht aber da lang. Muss ich jetzt da lang oder nicht? Bin ich ja mal gespannt. Glaube, ich muss doch bestimmt ihm nach, oder? Ja, Mist. Dachte, ich kann jetzt so da reingehen und bin fertig. Mit Mio müssen wir auch noch irgendwas machen, anscheinend, oder? So, was blinkt da? Weihwasser. Ich muss so stark darauf achten, ne, dass mich so eine Hand nicht kriegt. Ist echt unfassbar, wie stark ich darauf achten muss. Sonst kriege ich es halt echt nicht hin, ne? Da ist Kuniguaso wieder. Müssen wir auch da lang? Obwohl hier ist doch aber. Hier ist doch die Haus der Zusammen. Alter. Das Haus der Zusammenkunft ist hier doch. Da müssen wir mit ihm jetzt hin. Okay. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.